So, ich habe ziemlich lange hin und her überlegt, warum ich das Ding nur 8 cm hoch gemacht habe. Ich weiß es selber nicht. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt, weil ich werde jetzt, ja, ich sag jetzt mal zusammenfuschen. Das macht im Nachhinein schon Sinn, wenn es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also nicht großartig hinterfragen, einfach nur zugucken und gucken, wie es wird. So, es geht weiter am Tellerschleifer. Wenn ihr im Hintergrund was surren hört, dann ist der Drucker. Keine Sorgen machen, alles gut. Ich habe mir mal fachmännisch was zusammengestrickt. Und zwar habe ich hier so Plexiglasreste, die sind 2 mm. Die werde ich gleich hier zwischenstecken. Und so Stücke, die werde ich hier zwischenstecken, um rundherum denselben Abstand zu haben von der Abdeckung zur Scheibe. Also wirklich gar kein Schlag mehr drin, 2 mm reicht mir vollkommen. Und jetzt werde ich hier unten die Füße anleimen, werde das alles so verzwingen und das dann festzwingen und das soll dann hart werden. Und wenn das steht und der Abstand gut ist, dann mache ich hier hinten noch Winkel dran. Weil ich das alles nach der Scheibe ausrichte. Weil die Abdeckung ja hier, ne, so, alles super. Ja, wollen wir keine Riesensauerei machen, hoffe ich mal. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen Leim drauf, wa? Der gut schmiert, der gut fährt. So. Da ein bisschen drüber. Hier ein bisschen drüber. Ja, machen wir die hier dran. Die hatte ich mir alle schon parat gelegt. Die ist da drüber. Und so, lassen wir das jetzt mal fest werden. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt 2 Tage lang trocknen lassen. War da nicht dran. Ist so ein bisschen komisch. Ich traue mich irgendwie, eigentlich wollte ich, ich weiß nicht, ob ich losmachen soll. Aber ich muss, ich wollte hier weitermachen. Ja. Es läuft auf jeden Fall frei. Kommt irgendwo dran. Alles dufte. Das ist jetzt nicht ultra fest, denke ich. Wenn ich jetzt mal so mache, dann ist das ab. Aber kommt ja jetzt noch mehr dran. Ja, machen wir hier mal ein bisschen mit dem Stechbeitel den Leim sauber da. So, haben wir aber auch nicht rumgesaugt mit dem Leim, wa? Hä? Jetzt konstruieren wir mal hier so einen Kasten drumrum. Und wie machen wir den am besten? Lass mal gucken. So, ich habe jetzt hier 80 mm noch überstehen. Das heißt, ich kann meine 50er Bohrung für die Absaugung schön da reinmachen. Also mache ich hier auf jeden Fall irgendwie so einen Kasten. Bis dahin. 9 cm mal 8 und 30,5 breit. Das machen wir erstmal. Hier so ein U machen wir da drum. Und dann gucken wir weiter. So, das kommt so gerade eben nicht an die Scheibe. Perfekt. So, das sieht gar nicht mehr übel aus. Jetzt werden wir uns hier noch das 50er Loch direkt machen und dann leime ich es zusammen. Und zwar machen wir das Loch dahin. Zeichnen wir uns mal an. Dann werde ich mir jetzt mal Probestücke besorgen und mit dem Kreisschneider Probeschnitte machen, bis ich 50 habe. Weil so genau lässt er sich nicht einstellen irgendwie. Und das passt. Direkt beim ersten Versuch. So bohre ich den anderen jetzt auch. Ja, dann werden wir es andersrum drehen. Hier ist was kaputt gegangen. Was blöd. Ja, ein Stück rausgebrochen. Aber ja gut. Ich würde sagen, ich leime das einfach so fest. Nagel das, leim das. Oder? Einwände. Und hier kommt was hin. So, jetzt lassen wir mal trocknen mal. So, ich habe ziemlich lange hin und her überlegt, warum ich das Ding nur 8 cm hoch gemacht habe. Ich weiß es selber nicht. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das gar nicht so verkehrt, weil ich werde jetzt, ja, ich sag jetzt mal zusammenfuschen. Das macht im Nachhinein schon Sinn, wenn es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also nicht großartig hinterfragen, einfach nur zugucken und gucken, wie es wird. Ja.
Dann schneide ich einfach mal hier so ein Eckchen. Nö, mache ich gar nicht. Ich werde jetzt das Stück hier dran machen. So. Jetzt sollte es gehen. Am besten ohne Leim. So. Erster Streich. So, das ist etwas breiter. Ja. Das gefällt mir schon besser. So, Pistole. Das hier wieder da rein. An beiden Seiten gut überstehen lassen. Die hier. Und dann die. Wir bleiben ein Stück unter der Mitte. Ja. Ah, okay. Der Leim hat sich hier festgesetzt. So, in das lange Teil haue ich jetzt noch zwei Schrauben rein. Hier oben. Das war etwas größere. Weil nur Leim und Klammern. Zwei Schräubchen dürfen rein. Schön, damit ist das Brett auch fest. Ich bin ja voll der Schisser. Sollen wir da an der Seite auch noch dran machen? Hier. Zur Stabilität. Hier auf der Seite können wir nicht, da ist die Absaugung. Oder mache ich jetzt einfach hier unten drunter noch was? Ja, ich mache hier noch was drunter. Aber ich glaube, ich schneide das jetzt erstmal auf Breite ab. Und zwar hier. Da. Dann machen wir jetzt die Platte auf die da. Und zwar so. Hier muss jetzt auch noch da drauf. Im Schloss. Dann muss ich die Platte nachher festschrauben. Und es wird gerade schon schief. Warum ist es denn schief? Eben war es total gerade. Verdammt. Eben war es noch gerade. Ich glaube, damit das hält, mache ich hier auch mal ein Schräubchen rein. Ne? So. Das ist schon nicht mehr gerade. Das ist nicht nur nicht gerade, das ist furchtbar schief. War ja schon irgendwie ein Murks im Art. Deshalb wird sich auch niemand an deinen Namen erinnern. Gut, das müssen wir dann direkt rausholen jetzt. Ja, da holen wir jetzt direkt was raus. Und zwar nicht erst zum Schluss. So machen wir das. So, da holen wir uns nämlich schon ein bisschen was raus. Das wird nicht reichen, aber das ist der erste Schwung. Ah, wir sind aber schon gut dabei. Ja gut, wenn ich festziehe, dann nicht mehr. Verdammt, das ist viel. Und dann nehmen wir mal unser Lineal. So. Halt! Da muss ja noch einiges zwischen, fällt mir gerade auf. So viel Platz lassen wir. Da können wir am Schluss immer noch was wegschleifen. Test, Test. Ja. Wird astrein passen. Das ist tipptopp. Dann ist das hier wohl schief, wa? Muss ja schon. Tja, das Brett hier. Das versaut alles. Mann. Einmal nicht aufgepasst, ey. Hier stand das so schön im Winkel alles. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ja, da ist ja nichts mehr dran zu machen. Verleimt, verschossen, trocken. So, wenn ich die jetzt dahin packe. Winkel. Ist ja nicht genau. Ist ja unglaublich. Dann nehme ich doch Papier. Dann falte ich das nochmal so. Und das dran nochmal. So. Machen wir jetzt.
Jetzt hätten wir schon fast ein bisschen zu viel. Wenn ich jetzt hier vorne Schrauben reinmache, dann könnte es so gerade eben auskommen. So, ich habe jetzt mal hier die Platte hier von unten verschraubt. Hier auch zum Testen. Und jetzt werde ich die hier hinten noch festschrauben. Dann werde ich den ganzen Kladderadatsch passend abschneiden. Und ja, ein letzter Test. Das sieht ziemlich gut aus. Linklichkeit. Ja, kann man so lassen. Geht schlimmer. Geht aber auch besser. So, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das abschneiden. Wo und wie schneiden wir es ab? Ah, eine Konstruktion, wa? Ja. Juppa, perfekt. So. Das passt schon mal genital. Soll ich das so lassen? Bleibt das so? Bleibt der Versatz so? Soll man das so lassen? Meinungen? Hier, das hier? Ich würde es ja ungern wieder auseinandernehmen, ganz ehrlich. Also erstmal lasse ich es so. Erstmal schon. Kommen wir mal zum Aufkleben. Die Stunde der Wahrheit. Mal schauen. Ja, jetzt muss man da irgendwie so da durchquetschen. So. Schwuppdiwuppdi. So, die ist jetzt minimal größer. Kann ich das abschneiden, wenn ich das jetzt anmache? So, geht das? Schon mal ausprobiert? Irgendjemand? Frische Spitze. Ich würde sagen, Versuch macht klug, wa? Okay, das geht nicht so gut. Das geht gar nicht so gut. Ja, wollen wir hoffen, dass die Ecke hier nicht schlimm ist. Also, wie schade. Klettscheibe. Dann schauen wir mal, ob das jetzt noch passt. Testlauf 1. So weit, so gut. Gut, es ist eigentlich perfekt. Es ist halt nur, weil die Scheibe nicht richtig klebt. Also, die klebt schon richtig, aber alles gut. Everything's cool. Ja, ich bin mit meiner Ablage eigentlich auch sehr zufrieden. Nur abschneiden müsste ich die irgendwann mal. Da weiß ich aber noch nicht, auf welches Maß. Jetzt werden wir das Compre-Band aufkleben und die zwei Dinger noch hier dran leimen. Also ich kenne mich mit Compre-Band, also was heißt, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich vermute mal, ich muss mich beeilen, dass das aufquillt. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was mit dem Rest passiert hier. Warte mal, muss mal gucken. Ja, ich denke mal, wenn ich diesen Film hier abhabe,
Dann wird das so nach und nach aufquillen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nun denn, also hier ist der Anfang. I see. Ja, Leim. Ne, dafür nehme ich Leim zum Pinseln. Dann kann ich das hier besser drauf dingsbumsen. Der Mellow Snake. Gib dem Luder ordentlich Puder. Zork. Das ist das. So, jetzt aber Pflück. So, hier kommt Leim. Da kommt Leim. Da kommt Leim. Das, das und das zum Draufstecken. Dann hier. So. Kommt das da hin? Jetzt die andere Seite. So, dann kommt der da hin. Schwubbel die Wubbel. So, dann hoffen wir mal das Beste. Und das ist wieder mal Ende von diesem Teil. Ja, das Ergebnis von jetzt quasi. Jetzt muss ich ja warten, bis der Leim trocken ist. Da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Verschönerungsarbeiten und Abdeckung übrigens. Danke für die ganzen Tipps. Aber, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, war ich ja schon unterwegs. Da war ich ja, ich habe das Video online gestellt und eine Stunde später war ich schon im Baumarkt. Also konnte ich gar keine Antworten abwarten. War eigentlich blöd von mir. Ich habe mir jetzt das hier gekauft. Das gab es bei Thum. Das nennt sich Hartschaumplatte. PVC Hartschaumplatte. Lässt sich also schön auf meinem Radius biegen, den ich brauche. Ist so stabil, wenn ich das so habe, so gebogen habe, ist das hier oben schön stabil. Das ist grün. Passt. Und das werde ich dann als Abdeckung da drauf machen. Aber das erst im nächsten Teil. Ja. Ich hoffe, euch war das nicht zu konfus. Wenn ihr den anderen Sockel baut, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, meine Art war jetzt ein bisschen kompliziert. Aber man hat ja auch gesehen, ich kann eigentlich ganz gut die Klettscheiben wechseln, indem ich einfach nur diesen Klotz weghebe. Vielleicht mache ich unten tatsächlich noch so kleine Winkelchen ran, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, dann lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.